und kraftvoll, erstaunlich effizient. Der Ford Focus mit EcoBoost-Technologie. Jetzt Probefahren in einer unserer 12 Filialen in Südbaden. Ernst und König, wir bewegen Baden. Das Derby in der Oberliga, Balinger SC gegen den SC Pfullendorf, Endstand 2:2, bei mir nun zwei alte Kollegen, Stefan Vogler zu meiner Linken und Erich Sautner zum zweiten Mal in Folge bei Punkte TV des Balinger SC. Stefan Vogler, 2:2 gespielt, 2:0 geführt und beide Tore hat Stefan geschossen. Dann Resümee nach 90 Minuten, war ja, die Tore sind ja spät gefallen zum Ausgleich. Ja, wir waren erstmal überrascht, dass wir so früh 2:0 geführt haben. Und dann haben wir es ganz gut gemacht, bis auf den Schluss dann. Und am Schluss war es dann ein bisschen unglücklich, haben wir es schlecht ausgespielt. Und im Endeffekt ist es dann auch ziemlich bitter für uns. Ja. Und Fußball-Oberliga, da muss man mal mit 2:2 zufrieden sein. War nicht gerade überragend, euer Spiel, aber Pfullendorf hat auch alles eng gemacht. Eure schnellen Spieler sind halt nicht so zum Zuge gekommen. Habe ich das richtig gesehen? Ja, ich denke schon. Für uns war es schwer, also da irgendwie mal eine anständige Torschuss rauszuspielen. Die haben es hinten ganz ordentlich gemacht, sich in jeden Ball halt eben reingeworfen. Für uns war es bitter, dass wir in die erste Halbzeit halt die zwei Gegentore kriegen aus dem Nix. Zwei lange Bälle hinten rein. Stefan läuft zwar gut durch, macht sie dann eiskalt vorm Tor. Aber ja, ist dann halt bitter. Jetzt kommen wir ein bisschen Ausblick. Pfullendorf vor der Runde, einer der Abstiegskandidaten. Ist jetzt nicht der bösartig gemeint gehandelt nach dem Umbruch, aber jetzt gut, fühlt euch gute Wohl jetzt in der Oberliga. Ich denke, wir kommen langsam an, ja. Also langsam passt es in der Mannschaft. Wir sind zwar spielerisch lang nicht so gut wie der BSC jetzt zum Beispiel, aber wir kommen dann eher über den Kampf und über den Wille. Und ich denke, die Jungs, die machen das ganz gut. Und die südbadische Vereine liegen dir. Habt jetzt gewonnen beim FC, jetzt hier am Balinger-Punkt. Also Südbaden liegt euch, oder? Ja, so wie es gerade aussieht schon. Zweimal die Freiburger Region und fast zweimal gewonnen. Von dem her 4 Punkte aus 2 Spielen ist ganz gut, ja. Jetzt 2 Unentschiede in Folge, ein bisschen der Abstand nach ganz oben verloren, muss aber noch nicht sein im Laufe der Runde, oder? Nee, ich denke definitiv nicht, die Rückrunde geht noch ein Weilchen. Ja, also klar sind wir nicht zufrieden mit 2 Unentschieden jetzt in Folge, aber ich denke, so wie die Spiele jetzt gelaufen sind, klar, heute war es unglücklich, im Endeffekt dürfen wir froh sein, dass wir noch einen Punkt mitnehmen. Jetzt gehen wir in die Trainingswoche und schauen, dass wir Gas geben und nächste Woche Spielberg dann halt besiegen und dann die 3 Punkte holen. Das letzte Spiel, wo er gegeneinander gespielt hat, das war, wenn ich jetzt richtig nachgeschaut habe, das war SC Freiburg 2 gegen Greuther Fürth. Wer hat da gewonnen damals? Ich glaube, wir waren es. Auswärts in Fürth, ja. Also, okay, das wäre es ja gewesen von der Ponderosa in Balingen. Und Erich, alle guten Dinge sind 3. Wir machen nochmal einen Versuch beim nächsten Heimspiel. Das klappt mit dem ersten Tor. Stefan, war ein nettes Gespräch. Auch ja. Im Internet, tolle Interview mit dir. Auch eine tolle Truppe, auch euer Trainer. Super Verhältnis, muss ich sagen. Da kann man was aufbauen mit euch. Ne? Und jetzt werden wir uns gemütlich zurückziehen zu einem Apfelsaftschorle. Und bis demnächst wieder von Balingen von Punkte TV. Balinger SC gegen SC Pfullendorf 2:2.